Ich spüre den Druck steigen, ja. Agile Produktentwicklung entdeckt, habe mich da sehr tief reingedacht und habe das dann irgendwann als Managementberater gemacht, auch bei einer namhaften deutschen agilen Managementberatung, und habe aber auch dort gemerkt, das ist irgendwie die Transformationen, die wir dort machen, die ziehen nicht so, die heben nicht richtig ab. Wir haben eine ganze Menge Pflaster geklebt und das war auch alles besser als das, was vorher da war, aber so richtig hat es nicht abgehoben. Und ich hatte jetzt als Lead Agile Coach bei Idealo in Berlin einfach sehr, sehr viel Zeit, über diese ganzen vielen Jahre in der Beratung nachzudenken, und habe gemerkt, da gab es eben immer wieder Dinge, die gefehlt haben. Ich würde ganz gern, also ich habe ja wirklich von links nach rechts überlegt, aber ich würde ganz gern wirklich mit was ganz, ganz Handfestem in die Community gehen, und würde ganz gern darüber sprechen, wie es mir jetzt in den letzten Wochen quasi über welchen Eingangskanal oder über welches Thema ich es geschafft habe, den Beta-Kodex ins Gespräch zu bringen mit Menschen, die gerade einen Veränderungswillen haben. Okay, guck mal, es gibt vier Bausteine, mehr brauchst du nicht wissen. Es gibt die Sphäre der Geschäftstätigkeit, es gibt den Kunden und es gibt ein Innen und es gibt ein Außen, und fertig. Und nicht verpassen, beim nächsten Beta-Kodex-Meetup gibt es den ganzen Talk, und an der Stelle könnt ihr den Kanal abonnieren und bitte schön die Glocke einstellen. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, sobald wir den Talk hier auf YouTube haben. Und ansonsten seht ihr hier noch weitere interessante Talks. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dann teilnehmt am nächsten Beta-Kodex Meetup am 15. Juni um 16 Uhr. Und der Link zur Anmeldung, den findet ihr unten in der Beschreibung.